Willkommen zurück. Oh, ich sehe es gerade hier oben etwas. Das, was am linken ist. Ja, wir können aufsteigen. Das ist gut. Aufstieg. Dann machen wir auf plus 1 Stärke. Also 1 Stärke, so, damit wir bessere Rüstungen tragen können. Den Granat noch dazu. Und wir nehmen mal den Manipulationsskill, weil vielleicht kriegen wir hier Items. Also, wenn wir Leute überreden können. Also, ist schon oft möglich, Manipulation zu haben. Hier nehmen wir den Besserungsschutz, hört sich gut an. Peter? Gut. Also etwas. Okay. Bei der Fusion war doch auch noch was. Genau. Ähnlich Stiefel. Die selten, glaube ich, die wir haben. Ja. Benevol. Schickt die Hüterin dich zurück zu der Höhle, um nach Temlin zu suchen? Ja, ich gehe mit Meryl. Ich möchte dich begleiten. Hüterin Marathari wird es vielleicht nicht erlauben, aber ich kann dir helfen, Temlin zu finden. Du kannst ja auch fragen, ob du mitkommen darfst. Ich soll nur Meryl mitnehmen. Temlin ist auch mein Freund. Ich will bei der Suche helfen. Wenn Meryl das Risiko eingeht, kann ich das auch. Dann kann ich dich wohl kaum davon abhalten. Gut, ich folge dir. Nur um sicherzugehen, dass Meryl nicht gleich zur Hüterin rennt, wenn du ihr erzählst, dass ich euch begleite. Wir fragen sie einfach, Mann. So schwer ist das noch nicht. Du bist also noch nicht mit Meryl aufgebrochen. Brauchst du noch etwas? Ich würde Fenerel gerne zur Höhle mitnehmen. Fenerel? Bist du sicher? Ich setze schon Meryl dieser Gefahr aus. Ich möchte dich nicht auch noch verlieren. Ich möchte helfen, Hüterin. Wenn wir Temlin finden können, ist es das Risiko wert. Also gut. Du hast meine Erlaubnis. Und danke, dass du darum gebeten hast. Das war auch nicht so schwer. Gucken wir mal kurz, was du bist. Du warst, glaube ich, ein Krieger gewesen. Falls ich mich erinnern kann. Oder? Krieger, genau. So, dann brauchst du auch keinen Bogen. Haben wir nur ein Dolch und noch ein Schwert. Aber wir hatten ja auch noch ein Schild irgendwo gehabt, genau. Da kannst du auch healen. Sogar besser. Wow. Alter, sieht ja cool aus. Ist so ein Rücken. Und so von irgendeinem Vieh. Okay, ein Schrittroller. Genauso wird es geschehen. Ein Kodex-Eintrag. Kodex-Einträge werde ich nur lesen, wenn sie nicht so groß sind. Pfeifer. Du bist also zu uns zurückgekehrt, Dallan. Wir sind dankbar, dass du wohlauf bist. Ich freue mich auch, wieder hier zu sein, Haren. Das solltest du auch. Was habt ihr beiden euch dabei gedacht, einfach in diese Höhle hineinzuspazieren, ohne vorher mit der Hüterin zu sprechen? Ihr habt recht, Haun. Wir hätten zuerst hierher zurückkommen sollen. Ne, Moment. Temlin wollte unbedingt die Höhle. Es war also Temlins Idee, was? Und du kannst nicht selbst denken. Du bist so jung, da muss man dir wohl verzeihen. Es ist traurig, dass Temlin den Preis dafür bezahlt. Es wäre ein schreckliches Verbrechen, dich zu verlieren, Dallan. Du gehörst nicht nur dir selbst, oder hast du das etwa vergessen? Es tut mir leid, Herr. Nächstes Mal gebe ich dir mehr Mühe. Wüsstest du überhaupt, warum du dir Mühe gibst? Ich habe da so meine Zweifel. Erzählen wir diesen Kindern vom Fall der Dales. Du würdest mich ehren, wenn du mich dabei unterstützt. Gerne. Dann hilf mir, während ich erzähle. Kommt, Kinder, und hört vom Fall der Dales. Ihr müsst diese Geschichte kennen, denn sie macht euch zu dälisch. Möchtest du anfangen, Dallan? Gerne. Also Kinder, alles beginnt mit einer Elfenmama und einem Elfenpapa. Nein, wir klären sie diesmal nicht auf. Das kommt, wenn sie im Teenageralter sind. Vor langer Zeit waren wir Sklaven der Menschen. Ja, Sklaven eines schrecklichen Königreichs, das die Menschen mit dunkelster Magie errichtet hatten. Als es fiel, waren wir frei.
Wir errichteten unsere Heimat in den Dales, verehrten die Schöpfer und bauten unsere Kultur und Geschichte wieder auf, die wir in den langen Jahren der Sklaverei verloren hatten. Oh, die eine Spitzennadel. Ja, ein bisschen Haken, ja, ein bisschen. Okay, das ist ungefähr so, wie wenn ihr euren Bogen verliert. Klar. Und klar, aber die Menschen konnten uns einfach nicht in Ruhe lassen. Sie lehnten unsere Götter ab, weil wir ihre nicht verehrten. Und sie lehnten unsere Gebräuche ab, weil wir unser Volk dem ihren vorzogen. Im Laufe der Jahre kühlten die Beziehungen zwischen ihnen und den Dales immer weiter ab. In ihren Augen waren wir Gotteslästerer und grausame Tyrannen. Wir waren für unsere Feste bekannt. Jo, immer Party, immer saufen. Dann erklärten die Menschen den Dales den Krieg. Und so fielen die Dales. Sie nahmen uns unser Land und zerstreuten unser Volk. Sie zwangen uns, in ihren Städten zu leben und uns von unseren Göttern abzuwenden. Doch viele von uns weigerten sich, unsere Traditionen abzulegen. Wir beschlossen, uns in alle Himmelsrichtungen zu zerstreuen und durch das Land zu ziehen. Nicht zu vergessen, dass die Städte der Schellen grauenhaft sind. Ja, da bestimmt schon einige. Wir entschieden, lieber durch das Land zu ziehen, als uns den den Regeln der Menschen zu beugen. Um zu überleben und unsere Kultur zu bewahren, bleiben die Clans für sich allein, bis die Elvenan wieder eine Heimat haben. Dann geben wir denen, die sie verloren haben, die alten Lebensweisen zurück. Wir sind die Dalish, Behüter des verlorenen Wissens, Wanderer auf dem einsamen Pfad. Wir sind die Letzten der Elvenan. Niemals wieder werden wir uns beugen. Dank für deine Geduld, Dallen. Du hast dich sowohl an die Geschichte als auch an den Schwur der Dales perfekt erinnert. Jetzt solltest du dich wieder deinen Aufgaben widmen. Ich bete, dass du Tamlin bald findest. Haben Elfen niemals in Höhlen gelebt? Davon habe ich noch nie gehört. Doch in den Tagen des alten Arlethen haben wir in Freiheit gelebt und uns über das ganze Land ausgebreitet. Wir waren so vielfältig wie die Schemlen, wenn auch nicht so viele. Es ist möglich, dass einige von uns damals in Höhlen gelebt haben, doch alles Wissen aus dieser Zeit ist verloren. Das sollte gehen. Natürlich. Mögen die Götter dir den Weg weisen, Dallen. Gut, ich habe hier hinten ein paar Truhen gesehen. Gucken wir uns mal an. Ich bin erfreut. Ja, nicht so. Ein weiterer Dolch. Ein Bogen des Speers. Könnte interessant sein. Was? Ja, ein Dalish-Bogen. Der ist sogar noch besser. Der ist sogar noch besser. Boah, Riesenteil. In der Tour. Kann nicht geknackt werden. Da kriegen wir bestimmt einen Schlüssel irgendwo. Ein weiteres Schild. Hier ein Codex-Eintrag. Ältester Sonne. Aber diese Texte hier kann man gar nicht lesen. Selbst wenn man die Leertaste drückt, um das Spiel kurz zu pausieren, sind die Texte schnell weg. Ja, den Mann. Mutter der Halla, genau. Da sind die Halla. Ich möchte gern eins reiten. Komm da ja nicht da rein. Anethera, schön, dass du wieder auf den Beinen bist. Anethera ist die Begrüßung der Dales. Sowas wie willkommen, seid begrüßt. Vielen Dank. Nee. Wie geht jetzt den Halla malen? Es geht ihnen gut. Die Hüterin hat den Clan aufgerufen, sich auf den Marsch vorzubereiten. Und die Haller werden bereit sein, uns an unser Ziel zu bringen. Eine von ihnen ist trächtig, aber das dürfte kein Problem sein. Darf ich dich nach Tamlins Schicksal fragen? Es heißt, der Clan würde aufbrechen, bevor wir ihn gefunden haben. Keine Sorge, wir werden ihn finden. Die Haller betrauern unsere Toten.
Es gibt keinen herzzerreißenderen Klang als den ihrer Klagelaute. Aber zumindest müssen sie nicht dich betrauern. Sie haben dich ziemlich gern. Ich würde gerne diese Laute hören, aber weil das sind die Hallas ja alle am Fressen, die wir gerade gesehen haben. Die Hallas sind wunderschöne Wesen. Ich bewundere ihre Stärke und ihren Stolz. Sie sind Gleichgestellte, keine Diener wie die Pferde der Schemlin. Auf jeden Fall beneide ich die Hüterin nicht darum, diese Entscheidungen treffen zu müssen. Ich bete für Temlens sichere Rückkehr. Oh ja, es kommt aus sein wieder. Ja, mit dem Riesenschild. Gut. Auch runter, aber wir gehen erstmal hier entlang. Ich bin erfreut. Wieder ein Damiso. Genauso wird es geschehen. Antjags. Ah, schön, dass es dir gut geht. Du warst nicht hier, als Paul angekommen ist, oder? Ich habe von dir gehört. Alle hier sprechen von dir und dem anderen vermissten Jäger. Ein grauer Wächter hat dich zurückgebracht. Der Name des Jägers ist Tamlin. Ich hoffe, du findest ihn bald. Paul ist ein Flachohr. Er ist erst vor wenigen Tagen aus den Ländern der Menschen hier angekommen. In einem Dorf der Menschen habe ich Gerüchte gehört, dass es in der Nähe ein Lager der Dalish geben soll. Ich habe einfach gehofft, im Wald auf eure Jäger zu treffen. Du hattest Glück, dass ich nicht auf dich geschossen habe, Paul. Ich dachte, du seist ein Schem und noch dazu ein Bandit. Du bist nicht der erste Stadtelf, der sich unserem Volk anschließt. Ich bin sicher, dass das Leben mit uns erfüllender für dich sein wird als unter den Schems, auch wenn es genauso rau ist. Im Gesindeviertel erzählt man sich schreckliche Geschichten über die Dalish. Sie sind doch nicht wahr, oder? Jona hat dasselbe Tattoo wie wir. Wenn du dich nützlich machst, wird der Clan deine Heimat für dich sein. Ich werde mein Bestes geben. Ich hoffe, wir finden euren Freund bald. Sonst noch was zu sagen? Es war schön, dich getroffen zu haben. Vielleicht kann ich eines Tages mit dir auf die Jagd gehen. Ich habe noch nie eine Stadt der Schemlin gesehen. Wie ist es da? Du warst noch nie in einer Stadt? Auch nicht in einer der kleineren? Wir handeln von Zeit zu Zeit in kleinen Dörfern mit den Schemlin. Aber nur wenige des Clans brechen dazu auf. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, noch nie eine Stadt gesehen zu haben. Es ist beengt dort. Die Gebäude stehen nicht beieinander. Überall sind Leute. Und es stinkt die ganze Zeit. So gibt es sicherlich noch keine Kanalisation. Ja. Und die Elfen leben mit den Menschen? Nur wenn sie Diener sind. Die meisten von uns leben in einem Teil der Stadt, der Gesindeviertel genannt wird. Er ist durch Mauern von den Menschen abgetrennt. Nur die Ärmsten leben dort. Tagelöhner, Hafenarbeiter und Diebe. Und das sind schon die Glücklichen. Das hört sich kaum nach Freiheit an. Möglich, aber so sehen wir das nicht. Für die meisten von uns ist es einfach so, wie es ist. Warum hast du die Stadt verlassen? Ich habe gestohlen und Probleme mit dem Gesetz bekommen. Aber ich bin kein Dieb. Wir hatten nur einfach nie eine Wahl. Meine Mutter war eine Dienstmagd und mit etwas Glück hätte ich Arbeit am Hafen bekommen. Man schlägt sich eben durch, so gut es geht, richtig? Als meine Mutter starb, habe ich mich betrunken und wurde im Gasthaus geschnappt, als ich einer Wache die Börse stehlen wollte. Sie wollten mich hängen, aber ich konnte entkommen und habe dann von diesem Lager gehört. Du wirst so etwas nie wieder tun müssen. Ich werde mein Bestes geben, mich anzupassen. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ihr mich so freundlich willkommen heißt. Ich hatte höchstens darauf gehofft, ihr würdet mich für eine Weile verstecken. Zum Glück habe ich mich geirrt. Ich sollte gehen. Natürlich. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Was? Ja. Es freut mich, dass es dir besser geht. Und wenn wir Temlin gefunden haben, können sich alle auf unsere Reise in den Norden konzentrieren. Vielen Dank für den Bogen, Meister Eilen. Er ist leicht und trotzdem robust. Viel besser als der, den ich mir letztes Jahr gemacht habe. Du musst dich nicht bedanken. Mein Vater hat ihn gemacht und im Kampf gegen die Stämme der Clan verwendet. Ich werde ihm Ehre machen. Kann ich auch einen eurer Bögen bekommen, Meister Eilen? Möchtest du eine meiner eigenen arbeiten? Ja, vielen Dank.
Er hat zwar noch keine Geschichte, aber das wirst du hoffentlich bald ändern, richtig? Und verschenkt ihr den Bogen eures Vaters? Wir alle gehören zum selben Clan. Seine Hand ist wie meine eigene. Ich habe mich von nichts getrennt. Es war mein Vater, der als erster von den Vier Tanadel gesprochen hat. Den drei Wegen des Jägers. Der erste ist Vir Asan, der Weg des Pfeils, der uns unser Ziel unbeirrt verfolgen lässt. Der zweite ist Vir Borasan, der Weg des Bogens, der uns lehrt, uns zu biegen, ohne zu brechen. Der letzte ist Vir Adalan, der Weg des Waldes. Wir sind so alt wie die Wälder, und jeder Baum ist Teil von etwas Größerem, Teil des ganzen Landes. Das ist es, was alle Dalish vereint. Eines Tages werden wir wieder eine Heimat haben. Darf ich einen Blick in euer Lager werfen? Natürlich. Nimm dir, was du brauchst. Gut. So, dann schauen wir mal. Etwas für einen Mensch. Ihr Kupfer. Hier ist ein Eicher. Aber Krankschwert macht mir Schaden, das kriegst du auch nicht. Gucken. Ja. Ah, du bist zurück. So, mit Escape kann man die Texte überspringen, die man schon hatte. Ja. Weg. Schwert auch wegmachen. Was wir kriegen, haben wir auch ein ganz normaler, einfacher Bogen des Speers. Ein Bogen auch weg. Auch weg. Werde, was wir haben. Okay. Ja, kann man auch alle mitmachen, verkaufen. Bin ich was da? Okay. Und hier. Könnten wir noch behalten? Wollen wir verkaufen uns die Schuppenrüstung oder behalten? 14 Stärke ist ja auch nicht mehr so viel. Dann vielleicht noch 3 Stärke, vielleicht später, dann können wir das Schuppenrüstung anziehen. Gut, sonst war hier nichts. Dann schlafen wir einen Rundumschlag. Ja, alle 3 mit. Und die Verletzungsausrüstung. So, und dann haben wir jetzt auch noch Geld übrig. Könnten die Fläschchen mitbringen, damit wir dann später mal die Giftherstellung probieren können. Komm. Gut mit. Todeswurzeln auch noch. Und Gift-Extrakt. Also. Hier vorne zur Treppe hin und speichern.